Ja, moin Pyrus. Ich habe ja letztens ein paar Videos online gebracht, in dem ich euch ein paar Shops gesagt habe, wo ihr Böller kaufen könnt. Polenböller und F2-Feuerwerk und so weiter, P1, etc. Ja, warum habe ich das gemacht? Ganz einfach. Ich habe es gemacht, weil, und da spreche ich jetzt nur für mein Gefühl, es steht nichts fest, es wurde noch nichts beschlossen. Ich gehe ganz stark davon aus, leider, dass unsere Regierung wieder ein sogenanntes Feuerwerksverkaufsverbot bzw. Feuerwerksabgabeverbot aussprechen wird. Ich weiß nicht warum, ich hoffe, ich irre mich, aber mein Gefühl lässt mich eigentlich nie im Stich. Ja, und ich gehe einfach mal davon aus, dass wir nichts haben werden. Dann liefern deutsche Shops und Verkaufsverbot, wurde ich auch oft gefragt. Ja, Verkaufsverbot, wie gesagt, gehe ich von aus. Ob deutsche Shops liefern dürfen, na, weiß ich nicht. Wenn ein Abgabeverbot herrscht, dann auf jeden Fall nicht. Ja, und wenn ihr einen F3-Schein habt, ich nenne ihn F3-Schein, es ist ein Erlaubnis nach Paragraph 27 des Sprengstoffgesetzes, falls mir hier wieder irgendjemand was erzählen will, weiß ich auch. Dann bestellt euer Zeug. Wenn ihr einen Gewerbeschein habt, bestellt euer Zeug. Ja, dann kriegt ihr den Kram direkt. Wartet nicht zu lange. Wenn ihr jetzt gerade kein Geld habt, dann guckt, dass ihr irgendwie schnell was auftreibt, damit ihr euch euer Zeug aus deutschen Shops holen könnt. Ja? Dann, ich muss hier kurz die Punkte löschen, damit ich nicht nochmal neu anfange hier. Dann wurde ich gefragt, habe ich eine Kooperation mit Shops? Nein, ich habe keine Kooperation mit Ultrastore, Legal Pyro und wie sie alle hießen. Ja, mit dem einzigen Shop, mit dem ich auch wirklich in Kontakt bin, ist ultrastore.com. Ja, da könnt ihr ja gerne eure Bestellung da lassen. Mit meinem Code Marvin Royal spart ihr 10% auf eure Bestellung. Und ja, wie gesagt, ich habe mit denen keine Kooperation, ich werde nicht gesponsert, ich krieg nichts von denen irgendwie geschenkt, ich krieg kein Geld, gar nichts. Ich mache das aus meiner Überzeugung, weil das für mich der beste Shop ist, ja. Und deswegen mache ich das. Dann die Frage, liefern die immer? Mit liefern die immer sind diese, ich nenne sie jetzt mal Polenböller-Shops gemeint. Ja, ja, die liefern immer. Und zur Frage Actifier auch. Ja, Actifier liefert auch immer. Ja, hat man mir zumindest versichert, dass die immer schicken, auch nach Deutschland, wenn man keinen Schein hat. Wundert mich. Genau. Wie gesagt, die Polen-Shops, die liefern immer. Ihr könnt das ganze Jahr über bestellen. Wie es ist zu Neujahr, ich glaube, die erste Woche oder die ersten 2 Wochen kann man, glaube ich, sogar nicht bestellen. Bin ich mir jetzt nicht sicher, wie es letztes Jahr war. Ich glaube, da ging das nicht. Kann ich mich aber irren. Auf jeden Fall, Lieferung ist immer. Und die schreiben zwar hin mit ADR, also Gefahrgut, ist aber leider nicht so. Ja, dann kommen wir zur Frage, wann kaufen? Ja, also, ja, wenn ihr jetzt das Geld habt und wirklich nicht enttäuscht werden wollt, wenn ihr jetzt in deutschen Shops bestellt und dann Silvester nichts bekommt, weil, ne, habe ich ja angesprochen. Dann kauft lieber jetzt bei diesen Polen-Shops. Ich kann euch versichern, ab November, Mitte November, Ende November geht das da richtig rund bei den Läden. Ja, dann wartet man auch teilweise nicht nur 2 bis 4 Tage, sondern halt wirklich 6 bis 7 Tage. Ja, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen vom letzten Jahr, weil dann es rund geht. Dann bestellt da wirklich jede Sau, wenn man es mal so sagen darf. Und dann wartet ihr da auch. Klar, die Preise gehen zu dem Zeitpunkt dann auch hoch. Müsste man auch mal beachten. Dann die Frage mit dem Zoll. Ja. Zoll, ganz einfache Antwort. Der Zoll darf, wenn ich richtig informiert bin, eure Pakete nicht durchsuchen. Es steht auch kein Auto da irgendwo, von wegen, ja, hier, komm mal ran, lass dich mal durchsuchen. Ja, das habe ich aus mehreren Quellen, unter anderem auch vom Pyroadler 98, kann man ja auch mal vorbeischauen, der macht auch gute Informationsvideos. Ja, der Zoll darf eure Pakete nur durchsuchen, wenn die Auffälligkeiten aufweisen. Auffälligkeit ist aber nicht viel von diesem Paketband ringsrum. Ja, also wenn es kaputt ist, irgendwie komplett, wie auch immer aussieht, man reingucken kann. Dann darf der Zoll an eurem Paket rumfummeln. Dann darf er es durchsuchen. Und wenn ihr ein F2-Bestellungsding nur habt, dann passiert euch eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, nichts. Das Einzige, was die euch reindrücken können, ist, dass es nicht als Gefahrgut versendet wird. Da könnt ihr aber, so, wie gesagt, soweit ich weiß, gegen vorgehen und sagen: Ja, ich habe hier aber gesehen, hier der Shop, wo ich kaufe, die sagen, die verschicken es mit ADR und da kann man auch wohl gegen vorgehen, weil es ist im Endeffekt nicht euer Problem, wenn der Shop das anzeigt, dass die mit ADR liefern, aber dann es nicht tun. Ja, dann ist für mich ist der Shop dann in dem Fall der Schuldige. Ja, dann habe ich die Frage bekommen, deutsche Böller oder Polenböller? Ja, ich habe eigentlich immer sehr die deutschen Shops unterstützt, aber ja, ich habe es ja vorhin angesprochen.
Ich kann mittlerweile leider nicht mehr davon ausgehen, dass die deutschen Shops ja ausliefern dürfen. Ich weiß nicht, warum ich das Gefühl habe, aber ja, bestellt da. Wenn ihr euren Schein habt oder euer Gewerbeschein, dann macht, dann kriegt ihr das Zeug auch. Ja. Es kann natürlich sein, dass ausgeliefert werden darf. Klar, wenn ihr deutsches Zeug haben wollt, bestellt ruhig. Ja, aber dann braucht ihr mir nicht erzählen, dass es dann auf einmal, ja, scheiße, Verbot, wo kriege ich jetzt noch Böller her? Ist jetzt Weihnachten, fuck, Alter, was soll ich tun? Ja, dann kann man euch auch nicht mehr helfen. Ja, also wie gesagt, ich gehe jetzt auf die polnischen, weil ich da weiß, dass ich den Kram bekomme. Dann, wie lange Lieferzeiten? Ja. Das sind immer so die geilsten Fragen, die ich bekomme. Wie lange Lieferzeit? Wisst ihr, ich krieg kein Hallo, ich krieg kein Wie geht's oder sowas. Von vielen, nicht von allen, aber von vielen. Da steht dann einfach nur, yo, wie lange Lieferzeit zu mir? Ja, Digga, na, ich muss ja jetzt auch ein bisschen runterkommen vom Niveau und so sprechen. Kann ich dir nicht beantworten. Ja, ich weiß weder, wo du wohnst, noch ob du überhaupt in Deutschland wohnst, weil es kann ja auch sein, dass du aus Österreich bestellst. Ja, da ist aber so eine schöne Funktion, die nennt sich Warenkorb. Da packt man so ein, zwei Artikel mal rein. Ja, und dann geht man dahin, gibt seine Daten ein und dann steht da unten ungefähre Lieferzeit 2 bis 4 Tage sind es in meinem Fall. Und ja, es kommt in der Zeit an. Außer es ist ein Wochenende dazwischen. Das kann man sich ja aber denken. So. Dann, wo kaufen von, also wo Polenböller kaufen, welcher Shop bevorzuge ich? Ja, welchen Shop bevorzuge ich, ist ja klar. Ultrastore.com. Link ist natürlich unten mit meinem Code, den ich ja genannt habe, werdet ihr damit nochmal ganze 10% sparen auf eurem Warenwert. Ich glaube, das zählt aber nicht für volle Boxen. Also wenn ihr da auf 50er Packung FP3 kauft, dann zählt es glaube ich nicht. Ja, also auch wirklich so eine ganze Box und nicht 50 einzelne. Da zählt es dann wiederum doch. Ist aber natürlich auch trotzdem wieder teurer. Ja, wie gesagt, Ultrastore bevorzuge ich. Ansonsten könnt ihr noch auf Legalpyro kaufen, auf Pyromaniacs.com, Actifier könnt ihr kaufen. Ja, und Pyroboxen, ja, da gibt es auch noch was, was ich ansprechen wollte. Fällt mir gerade ein, habe ich gar nicht aufgeschrieben. Und zwar müsst ihr jetzt aufpassen bei Pyroboxen. Ja, also der Shop ist safe, kein Problem. Es hat ein Kollege von mir bestellt. Es waren Sharks und sowas alles ausverkauft. Hat trotzdem alles bekommen. Jetzt hat mich vorhin ein Zuschauer angeschrieben. Also danke auf jeden Fall an der Stelle. Er hat auch so eine Box bestellt und die waren ausverkauft und er hat die Dinger trotzdem nicht bekommen. Ja, an der Stelle gebe ich dir einen Tipp, habe ich ja geschrieben. Einfach mal den Support anschreiben, mehrmals. Ja, eigentlich antworten die auch. Also mir haben sie geantwortet und meinem Kollegen. Nachfragen, was los ist, kriege ich mein Geld wieder, kriege ich irgendwie Ersatzartikel, bla bla bla. Also die Shops antworten. Bei denen dauert das ein, zwei Tage, ja. Aber einfach wirklich zwei, drei Mails schreiben, dann kriegst du deine Antwort. Ja, das ist auch das Letzte, was ich zu dem Thema jetzt sagen wollte. Wer jetzt immer noch nicht zugehört hat, den kann ich auch nicht mehr helfen. Ich möchte dann auch nicht mehr darauf antworten, weil ich habe jetzt extra ein Video gemacht. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao und könnt ihr mir zukommen lassen, was ihr euch bestellt habt.